Das Horrorgame Wrath The Oblivion Afterlife ist für 29,99 € im Oculus Quest Store verfügbar und ihr bekommt heute neben meinem ersten Eindruck auch die Möglichkeit, das Game zu gewinnen. Wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, erkläre ich euch später im Video. Zwei Dinge, die ihr jetzt schon tun könnt: Liked dieses Video und schreibt mir in die Kommentare, wie euch Wrath The Oblivion Afterlife gefällt. Wollt ihr wissen, wie ihr eure Oculus Quest noch besser machen könnt? Dann schaut mal in diese Infokarte, da habe ich euch verständliche und einfache Tutorials hinterlegt, mit denen ihr das garantiert auch hinbekommt. Wollt ihr allgemein keine Reviews, Tests und Tutorials mehr zur Oculus Quest verpassen, dann abonniert diesen YouTube-Channel, denn in der Zockstube geht es nur um die Oculus Quest. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu Wrath The Oblivion Afterlife. So, da sind wir im Ladebildschirm zu Wrath, The Oblivion Afterlife. Eieiei, mal wieder ein Horror-Game von den Fast Travel Games. Wir starten hier vor einer Villa. Ach, was soll schon, so eine schöne Villa, was soll da schon so schlimm sein? So, dann gucken wir mal, Free Locomotion ist eingestellt, Direction von dem Headset können wir umstellen, Hand Direction. Ich finde eigentlich, wenn wir immer in die Richtung laufen, wo wir hingucken, das ist eigentlich ganz intuitiv. Projected Avatar, moving the stick will move the player. Nee, also ihr habt so eine Art Teleport-Mechanismus. Komfortmäßig habt ihr dann auch noch Snap-Turn. Vignette könnt ihr anmachen, also dass das Sichtfeld begrenzt wird, dass ihr diese Bewegung nicht an euch vorbeiziehen seht, damit es ja, euch nicht so schnell schlecht wird. Jetzt kommen wir aber bei den Languages rein. Englisch. German, Untertitel an auf jeden Fall, also auf jeden Fall geht es hier noch ein bisschen mit den, also wir spielen stehend, Körperdarstellung, Arme, ja, haben wir im Moment noch nicht, Hände, ja, so, drei Spielstände können wir zocken, wir starten jetzt mal mit dem ersten und gucken uns den Schmarren mal an, ich ahne Böses, Leute. Barclay-Anwesen, der Ort, an dem ich gestorben bin. Beste Voraussetzung. Nein, nein! Oh, ein Messer in der Brust. Ed Miller, Fotograf. Von 1980 bis 2019 gelebt. Alter Schwede, hör bitte auf, ich will nicht sterben. Ed, wach auf. Okay. Ach guck mal, jetzt haben wir doch eine Bewegungsvignette. Sekunde. Wohlbefinden. Vignette beim Drehen, Vignette beim Bewegen. Aus. Brauchen den Scheiß nicht. So, jetzt seht ihr, da wird nichts eingeblendet. Wenn ihr jetzt neu in der Virtual Reality seid, dann empfehle ich euch auf jeden Fall eine gewisse Vignette anzumachen. Oh. Ist hier ein Aufzug? Was ist das für ein Stuhl? Wo sind wir hier? Ist das der Himmel? Wow. Du bist der Fotograf. Willkommen bei den Verrückten. Ed, was machst du da? Ja. Okay, drücken Sie R, um in die Hocke zu gehen. Okay. Okay, also ihr müsst euch nicht real life ducken, sondern einfach den rechten Butt, also den rechten Analogstick reindrücken. Du kennst es nicht oder du bist einfach nur dumm. Du hast ein Talent, Junge. Deine Kamera sieht Dinge, Dinge, von denen wie die anderen nur träumen. Also wir können jetzt den linken Stick reindrücken, um ein bisschen zu sprinten. Also richtig Sprintgeschwindigkeit ist das nun nicht. Okay, Menü bringt er uns noch bei. Haben wir natürlich schon gemacht. Ist aber trotzdem nett. Jetzt haben wir hier ein Tor. Okay, Leute, schließt die Augen und öffnet euren Geist. Öffnet euch für die Geisterwelt. Oha. Was kommt jetzt? Ja, na gut, das kennen wir ja schon. Keine Ahnung, durchleben wir jetzt die gesamte Geschichte, wie wir da in den Himmel... Oh, da drin ist schon Gewitter.
Wow. So people actually Alter. Live like this? So much for showing the truth about LA nightlife, Mr. Fancy Photographer. Maybe it's time for some truths about the rich and famous. All the debauchery you can stomach, but with the edges filed off. I'm not so sure about those edges. Anyway, if it pays the bills. Okay, wir erleben jetzt die Story von diesem Fotografen. Let's see what this billionaire nutjob wants from us. Lass mal gucken, was der Milliardär von uns will. Was ist das hier? Boah, ist das ein... Das ist hier richtig hart Spatial Audio. Gerade die Stimme, die kam richtig schön von hinten. Machen wir eben ein bisschen lauter. Obwohl ich voll aufgedreht habe, kommst du mir ein bisschen leise vor. Obwohl ich gar nicht sicher bin, ob ich jetzt gleich die laute Geräuschkulisse haben möchte. Das Spiel sieht übrigens gut aus. Also kann man nicht anders sagen. Auch jetzt hier so der Raum, das macht schon echt was her. Die Plakate, die stellen schärfer, wenn man näher rankommt. Okay, also anscheinend ist das hier in Hollywood da. Und die Besetzung wächst. Bist du auch hier, um dich Howard Barclays Ruhm zu sonnen? Nicht, dass er dich unbedingt kennenlernen will. Keine Sorge, er ist einfach in seinem Krankenzimmer und wird wahrscheinlich nicht sterben, bevor er dich richtig begrüßt hat. Du bist also der Fotograf. Willkommen bei den Verrückten. Oh, wo kommt die Stimme her? Alter. Leck mich in den Tesch. Wo? Da ist eine Tür aufgegangen. Ist das eigentlich jetzt ein Grund, da durchzugehen oder lieber zu meiden? Das Foyer. So können wir speichern, wenn wir die Kugel greifen. Spiel gespeichert. Das sind dann immer Save Points, oder wie sehe ich das? Geschärfte Sinne. Der Herzschlag zeigt die Richtung zu deinem Ziel an. Spürt Gegner in der Nähe auf, hebt wichtige Gegenstände hervor. Zeigen Sie mit Ihrer Hand auf eine beliebige Richtung und drücken Sie B oder Y. Oh. Alter. Seht ihr das? Also damit können wir die Richtung zu einem Ziel... Ah, das vibriert jetzt. Wenn ich da hinzeige, vibriert das ganz stark. Hier hört die Vibration auf, da haben wir einen normalen Herzschlag. Und hier vibriert es jetzt quasi durchgehend. Guck mal, hier verfärbt sich auch ein bisschen. Da, das ist schon nett gemacht. Hebt wichtige Gegenstände hervor. Vielleicht ist das hier einfach ein wichtiger Gegenstand. Keine Ahnung. So, wo vibriert's? Da vibriert's. Ihr könnt das immer so ein bisschen sehen, wenn die Hand da so anfängt zu glühen. Ah, okay, hier ist auch jetzt eine Tür offen. Ja, hier, ich gehe der Vibration nach. Oh, das ist doch schon mega scheiße. Ja, wir sollen hier rein. Ah, die Küche. Also dieses Spiel sieht wirklich für Questverhältnisse sehr, sehr gut aus. Und also die haben hier ordentlich getrickst, glaube ich. Das ist schön. Ja gut, aber man sieht hier so Sachen flackern, wenn man weiter weg ist. Ich zeige es euch mal. Seht ihr das? So, es wird detaillierter, wenn man näher rankommt. Ja, das ist das Getrickste. Es sieht aus der Entfernung alles immer gut aus und wird dann nochmal, wenn ihr näher rankommt, ein bisschen aufgepeppt. So, hier vibriert es wieder ein bisschen. Wir müssen so in die Richtung. Oh, da unten. Ja, da sieht ihr schon irgendwie. Ach, guck mal, so werden auch wichtige Gegenstände hervorgehoben. Um Korpus zurückzuerhalten. Korpus bereits auf Maximum? Unser Korpus ist auf Maximum. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Irgendwas ist da hinten. Ich will mich nicht bücken. Nee. Hier Alkohol. Ja. Ja,
Es ist diese Tür, Leute. Ach du Scheiße. Ja, Leute, schreibt mir doch mal in die Kommentare. Wünscht ihr euch hierzu mal einen Livestream? Sonntag um 16 Uhr ist standardmäßig der Livestream und ich sag mal, das Spiel würde sich ja förmlich anbieten. Was ist denn hier? Also hier die Taste gedrückt halten könnt ihr quasi unendlich lang. Das ist... Uah! Boah, und da war noch gar kein Gegner. Boah. Ja, bis später. Hau ab, ey. Boah, Leute. Ist die Atmosphäre hier krass. Also anscheinend ist das schon richtig, wo wir hier lang gehen. Das hier haben sie mir gegeben, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Aber das ist doch der Zeitkompass aus unserem Film. Ich würde gerne irgendwas von diesem Dreh behalten. Weißt du was? Ich glaube, du solltest ihn nehmen. Okay. Boah, Leute, ey. Mir wird richtig schlecht. Ich bin hier gerade am Studio umbauen und hier stinkt es gerade dermaßen hart. Bibliotheksschlüssel. Reizvolle Dame kennengelernt. You should meet her too. I think I know who you're talking about. I was thinking the same thing. I bet you did. Let's talk more in the library. Less people there to listen in. Go get the key from the service staff. Okay, auf dem Servierwagen liegt in der Bibliothek der Schlüssel. Haben wir jetzt gerade den Tipp bekommen. Wahrscheinlich ist das da der richtige Au! Alter, du hast deinen Schuh verloren. Boah, ist das bitter. Leck mir das Zuckerli. So, da ist noch ein Servierwagen, hier ist kein Schlüssel. So, da ist noch ein Servierwagen, hier vibriert es ganz stark. Da. Oh, schön Schlüssel. So, haben wir jetzt im Inventar. Wie wir das Inventar aufrufen können, haben wir auch irgendwie noch nicht erklärt bekommen, ne? Nicht so wichtig, stecken wir Sachen rein. Ach, guck mal, er ist weg. Ist gerade woanders tot. Oh Gott, ey. Warum gibt es hier keine Untertitel? Ja, der ist schon länger tot. Der kann eigentlich gar nicht mehr reden, glaube ich. So. Was? Boah, ich habe Gänsehaut, Leute. Ich habe richtig hart Gänsehaut. Okay. Dumm-di-dumm. Alter. Alter. Ey, der saugt uns an. Das ist voll. Das ist ein Gegner, oder? Sterben wir hier, wenn der uns. Was willst du von uns? Ja, guck mal, der macht es doch irgendwie fertig, oder? Wir müssen zu dem Typen. Keine Ahnung. Vielleicht lassen wir die jetzt mal passieren. Komm hier, Junge. Oh. Notiz mit Sicherheitscode. Okay, wir brauchen eine Notiz mit einem Sicherheitscode, müssen wir finden. Hast du die Notiz oder was? Warum vibriert das hier bei dir? Hat ein bisschen was von Geisterbahn, Leute. Guck mal, da vorne ist was. Da ist die Notiz.
Okay, Mr. Barkley, die neuen Alarmsysteme in der Bibliothek sind jetzt in Betrieb. Ihre kostbaren Bücher sind sicher. Die Türen können über das Terminal in Ihrem Panikraum oder in der Bibliothek verschlossen und entriegelt werden. Der vorläufige Code lautet 1379. 1379. Okay. Ja, wir sollen nach oben. Was hier? Bewegen Sie sich langsam und leise, damit die Gespenster Sie nicht bemerken. Willst du mich verarschen? Wenn Ihr Korpus auf Null fällt, werden Sie in den Sturm geworfen. Labert der? Hier die Tür, die ist. Hier. Oh, das ist wohl einer. Langsam bewegen. Ich glaube, wir müssen da zur gegenüberliegenden Tür. Ich weiß nicht, was langsam ist, was vielleicht. Hallo, Ed, was ist los? Erkennst du mich nicht? Erkennst du dich nicht? Du spürst es auch, oder? Als wäre man gespalten, mitten durch den Körper. Mir gefällt es auch nicht besonders. Ganz ehrlich, hätte ich gewusst, dass das passiert, wenn ich sterbe, hätte ich nicht so heftig darum gekämpft zu bleiben. Es gab so eine Art Seance, keine Ahnung, was passiert ist, aber hier sind wir nun, tot, aber ohne den Anstand, still zu liegen und ohne Möglichkeiten, dieses Haus zu verlassen. Okay, anscheinend sind wir tot. Es sind noch Erinnerungen vorhanden, die verlorenen und einsamen Seelen der Schattenlande. Vielleicht kannst du sie ebenfalls einladen und dazu bringen, uns zu sagen, was passiert ist und auch, wie zum Teufel man hier wegkommt. Benutzt die Kamera, die unser lieber Papa uns geschenkt hat. Sie hat uns schon immer mehr gezeigt, als man mit bloßem Auge sehen kann. Okay, wir haben jetzt eine Kamera gekriegt. Erinnerungen fotografieren. Über das Schnellmenü zugänglich, drücken Sie zum Öffnen A. Okay, hier haben wir Schnellmenü. Reliktkamera. Okay. So, Schnellmenü haben wir aber. Ach, guck mal, ist das eine Erinnerung? Benutzen Sie die Kamera, um die Erinnerung zu offenbaren. Ah, der Seance-Raum. Alles klar, und jetzt können wir hier speichern. So, auf jeden Fall haben wir hier die Möglichkeit, diese Erinnerung durch eine Fotografie wieder, ja, ich sag mal, erscheinen zu lassen und haben jetzt hier den Save Point. Ich habe für euch mal nachgeguckt, wir haben jetzt 3% des Spielumfangs gezockt. Das heißt, so ganz kurz ist das Ding hier nicht und mich würde jetzt natürlich extrem interessieren, ob ihr euch Wrath the Oblivion für Sonntag, für den Livestream wünscht. Außerdem bin ich gespannt, in den Kommentaren von euch zusätzlich zu lesen, wie ihr den Wrath the Oblivion findet. Zu meiner Meinung, ich finde, das Spiel ist optisch gut umgesetzt. Es sieht echt schön aus. Insgesamt schafft es dieses Spiel für Questverhältnisse für meinen Geschmack echt gut auszusehen. Es ist eine gruselige Atmosphäre. Ich hatte echt Gänsehaut und bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also das Spiel macht vieles richtig. Für 30 Euro natürlich auch kein Schnapper. Da wird sich eben zeigen müssen, wie gruselig wird das Ganze und wie viel Umfang hat das. Aber wie gesagt, ich bin jetzt hier so ungefähr 30, 40 Minuten dabei und wir haben 3%. Klar, das wird nachher vielleicht ein bisschen schneller gehen, weil wir jetzt auch das Tutorial gemacht haben, so ein bisschen die Einleitung. Aber lassen wir uns da mal überraschen. Jetzt schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch einen Livestream wünscht für Sonntag. Durch euren Kommentar habt ihr nämlich zusätzlich die Möglichkeit, noch an einem Gewinnspiel teilzunehmen, was ich euch versprochen habe. Ihr könnt Wrath the Oblivion gewinnen und bares Geld sparen, 30 Euro für das Game. Wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, abonniert die Zockstube, kommentiert dieses Video, schreibt mir insbesondere in die Kommentare, ob ihr euch einen Livestream dazu wünscht und wie euch das Game gefällt, was für einen Eindruck ihr gewonnen habt. Like dieses Video. Die Auslosung findet am Sonntag ab 16 Uhr im Livestream statt, der wahrscheinlich,
ne, ich lese mir dann eure Kommentare durch, auch Wrath the Oblivion zeigen wird. Ja, Leute, und das war Wrath the Oblivion. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen oben da. Das war mein erster Eindruck zu Wrath. Ihr wollt künftig nichts mehr verpassen zur Oculus Quest, dann abonniert die Zockstube, macht das Glöckchen an. Wollt ihr mehr solcher First Impression Videos zu allen Games auf der Oculus Quest sehen, dann schaut mal in diese Playlist, da habe ich euch alle Games alphabetisch sortiert. Außerdem empfehle ich euch mein aktuellstes Video. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao, Leute!